Kuelsa die Erste. Ring, ring. Ring, ring. Von Senewitz. Ja, hier parliert ihr Butler. Ich wollte Ihnen nur sagen, die Kuelsa ist tot. Die Kuelsa? Ich kenne keine Kuelsa. Na, die nette Braune, die nach dem Melken immer den Eimer umgestoßen hat. Ja, also hören Sie mal. Ich habe 3000 Kühe. Da werden Sie mich wegen eines Rindviehs nicht zu bemühen. Ja, Ende. Hallo? Ja? Woran ist denn die Kuh gestorben? Na, der ist das Dach von der Scheune auf den Kopf gefallen. Das Dach von der Scheune? Wie ist das denn passiert? Na, die Scheune ist abgebrannt und da konnte sich das Dach in der Luft eben nicht allein halten. Das ist irgendwann runtergefallen und direkt darunter stand die Kuh Elsa. Ja, warum ist denn die Scheune abgebrannt? Na, wegen dem Funkenflug. Was für ein Funkenflug? Na, ihr Landsitz brannte. Und der Wind stand eben denkbar ungünstig für die Kuh Elsa. Ja, warum ist denn mein Landsitz abgebrannt? Na, ihr Sohn hatte im Vestibül ein paar Stufen übersehen. Da hat er sich beide Arme gebrochen. Bei der Gelegenheit hat er auch gleich den Leuchter mit den brennenden Kerzen fallen lassen. Das war natürlich Pech für die Kuh Elsa. Ja, warum lassen Sie denn meinen Sohn da mit brennenden Kerzen rumlaufen? Na, wir wollten es Ihrer Frau halt ein bisschen nett machen zur Beerdigung.